Obrigado. Obrigado. Jetzt sind wir unterwegs auf dem letzten Stück entlang dem Rio Solimões zu der Farm von Doquinho, wo wir am Irandubra-See arbeiten. Und diese Strecke hat so ein bisschen was von der Transamazonica mit vielen, vielen schönen Schlaglöchern und teilweise schön matschig nach den gestrigen Regenfällen. Green Alga. Okay. So. Oriana wird jetzt hier die Bodenfeuchte mit einer Sonde messen. Nachdem wir jetzt den Feuchte- und Temperatursensor und den Windmesser, das Anemometer, in einem Baum aufgebaut haben, setzt Oriana jetzt hier unsere Messkammer für CO2 auf den Ring. Die Kabel dürfen nicht eingeklemmt werden. Und die Kammer bleibt dort für 6 Minuten stehen und misst die Veränderungen des CO2-Konzentrationen innerhalb der Kammer. Oriana nimmt jetzt eine Gasprobe, die wir im Labor auf Methan und Lachgas untersuchen.